Mit einigen Minuten Verspätung begann sie, die erste Sitzung des am 16. März neu gewählten Haarer Gemeinderats. Und es war keinesfalls mangelnder Sitzungsdisziplin zuzuschreiben, dass die ebenfalls neu gewählte erste Bürgermeisterin Gabriele Müller nicht punkt 19 Uhr die Sitzungsglocke läutete. Nein, der Andrang auf den Zuschauerplätzen war einfach so groß, dass eilig zusätzliche Stühle in den großen Sitzungssaal geschafft werden mussten, um allen Besuchern auch einen Platz anbieten zu können. Zahlreiche Haarer waren zur konstituierenden Sitzung am 8. Mai erschienen. Unter ihnen viele Verwaltungsmitarbeiter, aber natürlich auch Angehörige und Freunde der Gemeinderatsmitglieder, die an diesem Abend vereidigt werden sollten. Doch zunächst stand die Eröffnungsansprache von Gabriele Müller auf der Tagesordnung. Sie begrüßte nicht nur das Gremium zum Auftakt der sechsjährigen Wahlperiode. Liebe Gäste, liebe neue Ratsmitglieder, ich begrüße Sie sehr herzlich zur konstituierenden Sitzung der Gemeinde Haar. Sondern berichtete auch über die vorbereitenden Gespräche, die mit allen Fraktionen gelaufen sind. Einiges konnte dadurch schon im Vorfeld geklärt werden, wie etwa: Der Beginn der Sitzungen wird aber von 18.30 Uhr auf 19 Uhr verschoben. Da war der Kommentar schon: Heilige Kühe werden flugs geschlachtet hier. Wir haben lang an 18.30 Uhr festgehalten. Aber es ist eben so, wie vorhin schon gesagt, ein Zugeständnis an diejenigen unter uns, die einfach arbeiten. Und das sind die meisten. Ebenfalls neu, die Sitze in den beiden Ausschüssen wurden neu verteilt. So werden wir in Zukunft einen Haupt- und Werkausschuss haben, der 12 plus einen Sitz hat und einen Bauausschuss 13 plus einen Sitz. Dieser Kompromiss macht es möglich, dass alle im Rat befindlichen Personen und Parteien in den Ausschüssen vertreten sein können. Die Grünen sind zukünftig im Bauausschuss mit zweien, im Hauptausschuss mit einem Sitz. Die Freien erhalten in beiden Ausschüssen jeweils einen Sitz. Abgeschafft wurden einvernehmlich die Referenten, die es bislang unter den Gemeinderäten gab. Sie beschäftigten sich bislang mit Sozialem, Schule, Vereinen, Gemeindepartnerschaft oder dem Bauwesen. Stattdessen sollen zu einzelnen Projekten Arbeitsgruppen gebildet werden. Bei der Überlegung zum Baureferenten wurde uns dann bald klar, dass es keinen Sinn hat. Einen Baureferenten wie den Hans Stiesberger werden wir nicht ersetzen können. Bemerkte Gabriele Müller in Richtung des ausgeschiedenen dritten Bürgermeisters Hans Stiesberger, der ebenfalls in den Zuschauerreihen Platz genommen hatte. Gabriele Müller hofft insgesamt auf eine gute, kollegiale Zusammenarbeit im Dienste der Sache. Sie bekleiden eins der wichtigsten Ämter, die in unserem Land zu vergeben sind. So hat es der Herr Köhler, ehemalige Bundespräsident, mal beschrieben. Wir alle müssen ein offenes Ohr für die großen und die kleinen Probleme der Bürger haben. Der Gemeinderat ist ein Kollegialorgan. Die Mitglieder nehmen gemeinsam die zugeordneten Aufgaben und Zuständigkeiten wahr. Wir haben uns um diese Sitze beworben, weil wir uns um das Wohl von Haar und seinen Bürgern bemühen wollen. Das gelingt bei aller sachlichen Differenz am besten in kollegialer Zusammenarbeit. Doch noch war das Gremium nicht komplett. Die neu gewählten Gemeinderäte mussten noch ihren Eid leisten. Als erstes tat das Bettina Endres-Herz aus der CSU-Fraktion. Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Gefolgt von Petra Tiedemann, die zusätzliche Rätin von Bündnis 90 Die Grünen. Stefan Dümich legte seinen Eid genauso wie Dieter Liebold und Alois Rath für die CSU ab. Mit Antonius van Lier kommt die Freie Wählergemeinschaft nach einer Pause von einer Legislaturperiode in den Haarer Gemeinderat zurück. Hier konnte man sich im Vorfeld zwischen den Fraktionen nicht einigen. Und so gab es zwei Kandidaten für das Amt des zweiten Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin. Die SPD-Fraktion freut sich, einen Namen, Kompetenz und Blut gleichermaßen zu haben und schlage Frau Borda. Die CSU-Fraktion schlägt für das Amt des zweiten Bürgermeisters Thomas Reichel. Nach geheimer Wahl konnte dann das Ergebnis präsentiert werden. Der Name Dvořák wird sich in der Bürgermeisterriege fortsetzen. Ich nehme die Wahl an, danke fürs mir die gebracht. Beim dritten Bürgermeister gab es dann keine Gegenvorschläge mehr. Und so konnte Thomas Reichel die Glückwünsche entgegennehmen. Also hat Hans Stiesberger doch noch einen Nachfolger bekommen. Einen, der ihm sicher gefallen wird. Jetzt einstimmig angenommen.